Das Warten auf die Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle hat ein Ende. 200 gespannte Gäste hatten bereits Platz genommen, als zunächst Bräutigam Harry die St. George's Chapel erreichte, in Begleitung seines Trauzeugen und Bruders William. Die Mutter der Braut, Doria Ragland, betrat die Kapelle kurz vor Prinz Charles, der die Braut zum Altar führen sollte. Im Anschluss kamen die wohl berühmtesten Hochzeitsgäste, Queen Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip. Um Punkt 11 Uhr, Ortszeit schließlich, trat Miss Markle vor die Kapelle und zeigte sich in dem strahlenden Weiß ihres Brautkleids, dessen Gestaltung bis zuletzt geheim gehalten wurde. Nur wenige Momente später fielen die bedeutenden Worte.